bald 180 Tage wird die 27-jährige Schluchtensteigwanderin Scarlett S. aus Bad Lippspringe vermisst. Wie bereits berichtet, wurde sie am 10. September 2020, dem Tag ihres Verschwindens, noch einmal in einem Supermarkt in Totmos vormittags von einer Überwachungskamera gefilmt. Seit fast 6 Monaten kein Lebenszeichen mehr von der jungen Frau. Es ist schon fast mystisch, wie viele Menschen unter anderem nach ihr gesucht haben und immer noch suchen. Sicherlich wurden dadurch auch viele Wanderfreundschaften geschlossen. Feuerwehr, Bergwacht, die Rettungshundestaffel sowie private Suchtrupps und auch die Polizei zu Land und in der Luft suchten im Südschwarzwald nach der Vermissten aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen. Während die Polizei noch immer von einem Absturz ausgeht und aktuell immer noch im Dunkeln tappt, gehen bereits viele Menschen, wie man in den Kommentaren in den sozialen Medien lesen kann, von einem Verbrechen aus. Auch der bekannte Seher Michael Schneider aus Siegburg aus Nordrhein-Westfalen ist sich sicher, dass die vermisste Scarlett S. Opfer eines Kapitalverbrechens wurde. Durch seine Erfolge in der Vergangenheit wurde über den ehemaligen Polizeireporter und Großneffen von Spiegelgründer Rudolf Augstein auch schon in vielen Medien berichtet. Zuletzt in einer Südtiroler Zeitung bezüglich eines vermissten Ehepaares aus Bozen. Er gab frühzeitig den Hinweis, dass die beiden tot seien und in dem Fluss Etsch liegen. Tatsächlich wurde die Frau nur wenige Kilometer flussabwärts von seiner vermuteten Stelle gefunden und damit 11 Kilometer näher dran als die Vermutung der Polizei. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zu einem Fall, wo ganz viele jetzt ganz sicherlich skeptisch sein werden. Und das kann ich gut verstehen. Mir würde es genauso gehen, hätte ich nicht Folgendes erlebt. Bundesweit, vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, wurde nach einem jungen Mann, Lars Wunder, gesucht. Ich habe damals einen Hellseher angerufen und gefragt, ob er wüsste, wo Lars Wunder verschwunden ist. Denn er behauptet, er weiß, was mit vermissten Personen passiert und wo möglicherweise eine Leiche liegt. Und damals hat er mir eine Antwort gegeben. Er sagte, in Ostfriesland, auf einem Feld, er sieht ihn ertrunken in einer Treckerspur. Die Polizei hat sich darüber nicht weiter gekümmert. Und 3 Monate später öffne ich tatsächlich zu Hause die Zeitung und sehe ein Bild des Fundorts, wo eben Lars Wunder gefunden wurde. Tot, ertrunken in einer Treckerspur. Was unglaublich klingt und wofür es auch ganz bestimmt keine Erklärung gibt, das passiert jetzt wieder. Michael Schneider aus Siegburg behauptet, er weiß, wo die vermisste Mutter aus Heinsberg ist. Und wir haben heute mit Michael Schneider genau darüber gesprochen. Dann habe ich halt die Eingebung bekommen zur Doro, dass sie schon in größerer Entfernung zum Wohnort nördlich des Wohnortes in einem Waldgebiet liegt. Für viele klingt das wie Hokuspokus, doch Michael Schneider hatte mit seiner Gabe schon mehrfach Erfolg. So wurde zum Beispiel der vermisste Igor aus Hamm im Frühjahr 2013 durch Schneider gefunden, tot in einem Gewässer in der Nähe seiner Heimatstadt. Der Seher macht klar, er will Vermisste aufspüren, keine Täter ermitteln. Das sei ein Riesenunterschied. Seit fast 7 Jahren ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Die kleine Maddie aus England, eine endlose Qual für ihre Eltern. Jetzt sagt ein Deutscher mit besonderen Fähigkeiten, ich kann ihnen helfen. Aber die Polizei will davon nichts wissen. Wir meinen, wenn jemand schon solche Erfolge hatte wie Michael Schneider, dann muss er seine Chance auch bekommen. Da Michael Schneider von den portugiesischen Behörden keine Unterstützung bekam, flog Sat.1 mit dem Seher an die Algarve. Seine Gabe ist keine erfreuliche Eigenschaft. Denn seine Einsätze, wie er selbst berichtet, sind fast immer mit dem Leid anderer Menschen verbunden. Von Deutschland aus gab Michael Schneider bereits mehrere Hinweise. Trotzdem haben die Behörden an dieser Stelle nicht nach dem Mädchen gesucht. Nach einer Meditation an der 5 Quadratkilometer großen Landzunge an der Algarve könne, so sagt Michael Schneider, er den Ort bis auf 3 Meter genau eingrenzen. Dann plötzlich der Wandel. Ja, ich bin zu der Erkenntnis gekommen oder zu der Eingebung, dass sie nicht vergraben ist, sondern hier in der Schlucht liegt, die so 30 Meter von der Stelle entfernt ist, die ich auf der Karte gesehen habe. Steiles Gelände, eine 50 Meter tiefe Schlucht bei Albufeira, ein idealer Ort, um einen Menschen verschwinden zu lassen? Ein Kletterteam kletterte 50 Meter in die Tiefe hinab.
Der Sandstein war brüchig. Das macht das Klettern gefährlich. Beim Buschwerk angekommen, entdeckten sie eine Höhle, bei der es roch, und dann plötzlich in dornigen Sträuchern eine Matratze. Die Kletterer kamen nicht richtig ran. Danach suchten sie die Umgebung noch ab. Nach 5 Stunden wurde die Aktion abgebrochen. Schneider ist sich noch heute sicher, dass Maddie dort ist und man sie irgendwann finden wird. Die Behörden haben laut Schneider bis heute in dieser Schlucht nichts weiter unternommen. In 4 Fällen aus Baden-Württemberg konnte Schneider schon helfen. Einer davon im Süden, ein mysteriöser Tod am Bodensee. 200 Tage war die 33-jährige Tanja Meyer aus Friedlingen am Bodensee wie vom Erdboden verschluckt. Bis zuletzt hofften ihre Eltern auf ein Wunder, vergebens. Am 19. November 2008 verschwindet Tanja Meyer. Polizei, Familie, Freunde, alle suchen nach der 33-jährigen Reiseverkehrskauffrau. Niemand weiß, was mit Tanja geschehen ist. Ihre Eltern erleben denselben Albtraum wie Maddies Familie. Das Hoffen und Bangen, was ist die gewisse Wahrheit? Das war das Schlimmste. Was ist wirklich passiert? Es war eine brutal harte Zeit. Es war eigentlich die Folter, haben wir oft gesagt. Durch einen Bekannten erfährt Agnes Meyer von Michael Schneider. Voller Verzweiflung wendet sie sich an ihn, hofft endlich Gewissheit zu bekommen. Er konnte uns sofort sagen, dass die Tanja tot im See liegt. Mit dieser Aussage schwindet jede Hoffnung, Tanja doch noch Leben zu finden. Michael Schneider markiert die Stelle auf der Landkarte, an der Tanja liegen soll. Doch die Polizei nimmt seinen Hinweis zunächst nicht ernst. Diese Stelle, die hat uns Herr Schneider gesagt, dass die Tanja im See liegt, etwa 300 bis 400 Meter im Wasser. Und ja, wir waren zu Tode erschüttert und konnten es kaum glauben. Aber nach 199 Tagen hat sich dann gezeigt, dass die Tanja tatsächlich im See lag. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. Doch zumindest haben sie jetzt Gewissheit. Für Agnes Meyer eine große Erleichterung. Wir haben viele andere solche Pendler oder Seher auf uns zugeschickt gekriegt und die haben uns immer wieder an einen anderen Ort geschickt, wenn man an dem Ort nichts gefunden hat. Aber der Herr Schneider hat wirklich nie kein anderer Ort gesagt. Er hat immer nur gesagt, zwischen Itznang und Moos, etwa 300 bis 400 Meter im See, da liegt die Tanja. Wie Tanja Meyer ums Leben kam, ist bis heute nicht geklärt. Der einzige Trost für ihre Eltern, sie konnten endlich Abschied nehmen. Wer ist der Mann, der wusste, wo die tote Tanja Meyer ist und der zu wissen glaubt, wo die Wanderin Scarlett S. ist? In der Videobeschreibung finden Sie die Links zu den Medienberichten und Schneiders Website. Schwarzwald TV war im Gespräch mit dem Seher. Ein ungeschnittenes Telefoninterview folgt in Kürze hier auf diesem Kanal. Auch im jüngsten Fall, am Montag, den 1. März 2021, hatte Michael Schneider recht. Ein 17-jähriges Mädchen wurde von ihrer Mutter über die sozialen Netzwerke gesucht. Die Mutter hatte ein Bild und die Beschreibung auf Facebook gepostet. Das Mädchen hat sich nach Angaben der Mutter am Sonntag, den 28. Februar 2021, mit einem jungen Mann in Rickenbach getroffen und kam zur vereinbarten Zeit nicht nach Hause. Es fehlte jede Spur, schrieb die Mutter weiter. Schwarzwald TV fragte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr den Seher Michael Schneider, welche Einschätzung er habe. Er antwortete prompt per Mail, dass er unbesorgt sei und seines Erachtens ist nichts passiert. Sie ist freiwillig weggegangen und kommt auch wohlbehalten zurück. Und so war es. Am Abend teilte die Mutter mit, dass ihre Tochter wieder zurück sei.